Rescue Data and Trip, ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Ben und wir sind die Firma Rescue. Wir sitzen in den Lohgärten 24 66440 Bieskastel. Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr. Und während dieser Öffnungszeiten könnt ihr natürlich jederzeit gerne bei uns vorbeischauen. Ansonsten könnt ihr auch immer gerne unsere Webseite nutzen, rescue-repair.com, und dort auf den Punkt Auftrag erfassen klicken, um einen Servicefall zu erstellen und dementsprechend euer Gerät zur Datenrettung oder Reparatur zu uns einzusenden. Und heute Morgen haben wir was relativ Interessantes. Wir haben ein iPhone XR, das bereits bei einem Reparaturunternehmer vorab war. Das Gerät ist gestürzt und startet nicht mehr. Und am Labornetzteil haben wir einen Stuck bei 60 mA. Ganz typische Problematik an dem Gerät. Für einen CPU-Disconnect, wenn die Coils im Umkreis an der CPU alle sitzen und die Spannungsabfälle und auch die Boot-Voltages passen, und das ist hier der Fall, dann gehen wir von einem CPU-Disconnect aus. Das heißt, wir reballen in diesem Falle die A12-CPU und haben hinterher wieder hoffentlich Zugang zu den wichtigen Daten auf dem Gerät. Das ist, worum es hier geht, und wir starten auch gleich damit. Heute dabei sind meine zwei Jungs, meine zwei großen Kinder, die sind 6 und 4. Und wir haben Samstagmorgen, wir sind Familienbetrieb, das heißt, ich und meine Familie und ich, ja, der Blödmann nennt sich ja immer zuerst, also meine Familie und ich, wir wohnen über der Firma, und die Kinder sind dann auch mal froh, wenn sie ab und an runter dürfen. Und aktuell Urlaubszeit, unser Andreas ist in Urlaub, heute hat unser Ilja frei, der David, der normalerweise hier sitzt, hat auch frei, das heißt, ich bin heute allein auf weiter Flur. Es ist zwar noch früh, wir haben 8.30 Uhr, das heißt früh, für mich nicht mehr früh, für den einen oder anderen vielleicht früh, und dementsprechend wollten die Kinder halt mit, und da habe ich gesagt, okay, aber lass den Papa bitte ein Video machen. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja? Hey, my name is Ben, Rescue Germany. If you want to mail in your device easily, it's just going to rescue-repair.com and come and click on create order. And today we just get the data out of a dead board of an XR, which has a CPU disconnect, so stuck at 60 milliamps. The coils are okay, boot voltages and diode mode is okay. So I think it's a problem related to the A12 CPU. So, let's directly go with that. Also wir starten direkt und wir switchen dazu aufs Mikroskop und schauen uns das mal an. Ja? Also, die Coils um die CPU, die sitzen fest. Das ist ganz häufig nämlich ein Problem an den Geräten, dass wir einen losen Coil haben. Ja. Auf der Rückseite von dem Gerät, da wurde augenscheinlich auch schon gearbeitet. Ihr seht, da wurden die Bleche runtergenommen. Hier oben ist ein Kondensator beim Blech runternehmen angenockt. Ja. Der ist schon halb ab oder ist jetzt ganz ab. Hier jemand beim Blech runternehmen, die Crown-Schicht komplett abgerissen. Wir brauchen die Daten aus dem Gerät. Also würde ich sagen, wir geben Gas. So, somebody already cut off the EMI shields. Yeah, what should I say? We have a lost ground layer here, lost capacity here. Not as bad. It's okay. We will rock that shit and get out the data of this phone. So, als allererstes reinigen wir einmal ein bisschen, damit wir da jetzt gleich schön die Verklebung um die CPU lösen können. So, at first we just clean it. Remove the gum around the FPCs. So, und danach würde ich sagen, beginnen wir mit dem Reinigen von dem Kleber rund um die CPU. We just begin with cleaning the glue around the CPU. And then we have to reball. The XR board is one of the hard boards because it takes a lot of heat, and we have to take care on taking out the CPU. Also, das XR board ist nicht das wärmefreundlichste. Es zieht unheimlich viel Wärme weg, nimmt sehr viel Wärme auf. Es kommt häufig zu Bällchenbildung. Häufig kommt es auch zu Kurzschlüssen von der Main PMU, wenn wir da nicht wirklich aufpassen. Von daher würde ich sagen, wir arbeiten uns vorsichtig vor. We just go on gently.
Gently clean the glue. Ja, vorsichtig den Kleber reinigen. Wir brauchen das Board nochmal, weil wir die CPU wieder auf dieses Board aufsetzen. Ich setze das hier nochmal gerade um. Just get it into another position. Ja, so ist besser. That's the better way. Okay, next to the CPU here with Hydra, also wir haben den USB Controller IC Hydra in dem Falle direkt unter der CPU sitzen. Das ist alles sehr kompakt um die CPU aufgebaut. Hier haben wir den Wi-Fi IC. Natürlich, es geht hier um Daten, aber dennoch müssen wir einfach, was die Wärmeanwendung angeht, wirklich aufpassen bei dem Logic Board. So we have to take care for the heat on this logic board. It's an XR. Okay. So, also jetzt haben wir den Kleber gereinigt und jetzt nehmen wir die CPU runter. Ich setze bewusst das Board so, dass wir unter der CPU keine Auflagefläche mehr vom Boardholder haben, damit die Wärme weg kann, ja, und sich nicht staut, damit wir möglichst wenig Gefahr laufen, dass unter oder auf der Rückseite des Boards von der CPU irgendwelche Kurzschlüsse entstehen bei der Wärmeanwendung, wenn man die CPU runternimmt. So I just move the board so that no board holder is under the CPU, so the heat can go away. Preheat, das wärmen wir erstmal ein bisschen auf. Schnelles Greisen. Then we concentrate, focus on the CPU. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die CPU, fokussieren dort die Wärme. Okay, we have it. Also, wir haben die CPU draußen. Das heißt draußen, wir haben sie unten. Ja? So we took out the CPU here now. Just taking a picture. Okay, and now we just clean the board. Und jetzt als allererstes reinigen wir das Board. Seid bitte lieb miteinander, okay? Alexa, Absaugung an. Start. Ja, jetzt legen wir los. Also wir reinigen jetzt die CPU-Fläche auf dem Logic Board, which is clean the CPU area on the Logic Board gently. Vorsichtig, ja?
Don't scratch, just move the iron with the wig. Also immer schön langsam bewegen, gucken, dass natürlich der Lötkolben immer auf der Litze anliegt. Na, damit er immer genug Wärme ist, damit wir keine Pads abreißen. So we can't rip pads if we always have the iron straight on the wick. And we take off the glue and get down the solder in one part, in one step. Also wir nehmen den Kleber und das Lot runter in einem Schritt. Okay. Now we clean. Jetzt wird einmal mit der Bürste und etwas Kontaktreiniger gereinigt. Okay, these are all good. Now we take some hot air for cleaning glue. Jetzt nehmen wir die Heißluft, um Kleber zu reinigen. If we lose NC, it's not a problem. Also wenn wir NC-Pads verlieren, das ist natürlich kein Problem. Ansonsten vorsichtig arbeiten, ja? Always be careful. See that? A loose small part, okay? Also da war ein Bauteil locker. Und das sind Dinge, da muss man natürlich auch drauf achten. Ja? Ich sag mal, bei einem Kondensator ist es nicht so schlimm, wie wenn wir einen Widerstand verlieren. Es kommt aber auch drauf an, auf welcher Line und wozu der ist. Da unten sitzt auch vor allem Basebandkreis. Das interessiert uns jetzt im Zuge von der Datenrettung nicht. So, always take care if you lose something. And you see, this one was loose. Okay. Go on. Weiter geht's. This is only capacitor for a baseband RF, so no problem, we take care about data. So. Remove the glue, wir entfernen den Kleber. I'm just concentrated, so I don't talk much. Ich bin nur konzentriert.
Deshalb rede ich jetzt nicht so viel wie sonst. Außerdem bin ich heute Morgen auch noch relativ müde. Next thing is I'm really tired today in the morning, so. Pretty okay. If I don't talk as much as usual. I hope that is okay for you. Here we have a loose part. Ja, den setzen wir jetzt gleich nochmal an. There is a small loose part here. We just hit it up. Okay. Now we clean. Jetzt wird einmal gereinigt. Und dann gehen wir noch einmal mit Flussmittel und dem Lötkolben drüber. And then we just take some flux, wick. And solar iron. Und dann den Lötkolben. Okay, we need a little bit of solder und ein bisschen Lotpaste. Das macht es nochmal ein bisschen einfacher. That it makes just a little bit more easy. So in that way. Und jetzt noch die letzte Seite. Okay. Das war's. Jetzt reinigen wir einmal. Now we just clean one time. And we should have a pretty good result. Und dann sollten wir eigentlich ein relativ gutes Ergebnis haben. Hier haben wir noch ein Pad. Kontrollieren, dass alles glatt ist. Control that all the pads are pretty flat. Looks good. Sieht gut aus. Ja? Wenn wir uns das jetzt anschauen. Und das mal schön reinigen, and we clean that in a good way. We see that that is really pretty okay. Also wir sehen, das sieht wirklich gut aus. Okay. Looks good. Also sieht gut aus. Next, im nächsten Step kontrollieren wir das Bootverhalten. Now we just control the boot behavior on power supply. Just need to grab the right cable here. Ich muss nur das richtige Kabel nehmen, wobei ich könnte ja theoretisch auch die hier nehmen. Ah ne, da ist das Bootverhalten ein bisschen anders, weil wir hier eine Grundaufnahme haben. Okay, ich nehme das hier. So. Was macht ihr, Jungs? So,
So, also wir haben keinen Kurzschluss. We have no short circuit. Now we just take the third. And we are at 15 milliamps. 14, 13 now. So the board was a little bit hot. Na, erst war das Board ein bisschen warm. Jetzt sind wir hier bei 14 milliamps. Und das ist wirklich gut für ein Board ohne CPU. Wo kann ich euch das so? Okay? Gut. Jungs, was macht ihr? Now we just clean the CPU. Jetzt reinigen wir die CPU. Und das machen wir mit Unterhitze. My preheating module. Nur die. Vorsichtig bitte, gell? So. Und jetzt reinigen wir die CPU. Now we just clean up the CPU. Then we get it to Rebo. And after the Rebo, we get it back to the board. Na, dann wird die CPU jetzt einmal sauber reballed. Seid ihr lieb miteinander? Gut. Einwandfrei. Gut, super. So, wait a short time until the solder melts. Also wir warten jetzt kurz, bis das Lot sich verflüssigt. Dann reinigen wir die CPU sauber ab. Fährst du kein Fahrrad mehr? Doch, ich will meinen grünen anziehen. Wo ist der? Da hab ich... Hast du ihn hier gefunden? Ja. Gut. We need some more of the solder. Okay. Also, wir sollten beim Reinigen natürlich immer möglichst schnell sein, weil wir wollen nicht zu lange Wärme auf der CPU anwenden. So we need to be as fast as possible on cleaning the CPU because we don't want to use preheat for too long time. But I like it more on doing it with a preheater than doing it with hot air, okay? Also ich mache das aber generell lieber mit Unterhitze. Wo hast du das Werkzeug hingemacht? Das habe ich mitgenommen zum Erik in die Wohnung, als ich die Ferienwohnung fertig gemacht habe. Das Gelbe? Ja, das ist nicht mehr da. Tut mir leid. Ich kann später gucken, aber ihr müsst mich jetzt mein Video noch fertig machen lassen. Okay? Ja. So, now the CPU ist clean. Jetzt ist die CPU gereinigt. Jetzt ist die CPU gereinigt. So, nein, die Schere liegen lassen, bitte. Ben und weg beim Andi am Platz, okay? So, geht noch was spielen, ich bin gleich soweit. So, now we need to clean one time. Jetzt reinigen wir einmal zwischen. Und ihr seht, dass die
Caps auf der CPU alle auch unbeschädigt sind durch den Reinigungsvorgang. You see that the caps on the CPU, the deep branch caps, are all pretty okay. So now we just hit up some solder. Ne? Und jetzt machen wir das Ganze nochmal mit ein bisschen Lot sauber. Das heißt, wir spannen die CPU ein. Dann kommt Flussmittel dazu. Fredo, aber tu dir nicht weh, okay? Kein Streit, Jungs, gell? I always tell them, only peace, no war. Okay, looks good. Also, das sieht ganz gut aus. Ich mache gerade einmal sauber. I just clean the table one time. Dann nehmen wir uns eine Bürste. Then we just take the brush and clean the CPU. Dann wird die CPU einmal gereinigt. Wenn das getan ist, wird auch die Oberseite der CPU gereinigt. We clean the top and the bottom side of the CPU by using the brush. Okay, das passt soweit. Machen wir einmal noch den Tisch sauber. Schauen uns einmal die CPU an. We just have a look onto the CPU. And this looks pretty good, I think. Ja, die sieht ganz gut aus. Und wenn die dann gut aussieht, dann können wir die auch reballen. If that looks good, we can hit it up for a reball. Therefore, we need some paste. Dazu brauchen wir natürlich wieder Lotpaste und dann können wir die CPU wieder verlöten, nachdem wir sie reballt haben auf unserem Logic Board und können dann schauen, ob das Gerät wieder bootet, keinen Stuck mehr hat und wir somit an die wichtigen Daten auf dem Gerät kommen, weil das ist das, worauf wir den Fokus gelegt haben, because that is our main focus, the data. Seid bitte lieb miteinander, okay? Ich will keinen Streit. Ja. Now we can just hit it up for reball. Jetzt können wir das Ding einmal reballen. Okay. Tweezers, jetzt wieder wie immer bei einem Reball unsere Pinzette. Jetzt reballen wir diese wunderschöne CPU. Danach etwas Flussmittel. Just adding some flux and reflow und dann noch ein reflow.
Okay. Das war's. Ja, pass auf, dass er nicht zu viel drauf macht, ne? Now we clean one time. Jetzt wird das einmal gereinigt. Dann wird der Stencil gelöst. Then we just lose the stencil. Take our brush. Jetzt nehmen wir unsere Bürste. Reinigen einmal. Nehmen uns Druckluft. We take pressured air. Clean the table again. And what we see? Beautiful rebar. Reflow. Es wird einmal das Ding noch reflowed. Pretty perfect. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Gut. Und jetzt verlöten wir die CPU wieder auf diesem Logic Board, das 13 mA, beziehungsweise es war jetzt hier wegen der leichten Abwärme der Platine 14 mA, bei einem Boot ohne connected CPU aufweist, und das ist ein sauberer Wert. Das heißt, wir haben ein funktionales Logic Board. Jetzt reinigen wir noch einmal die Fläche. We just clean the surface one time. Have a look that all is good. And then we just get down the CPU to the board. Place it with fingers. Das Placement machen wir mit Augen und Fingern. Ja. Okay. Okay. So, jetzt verlöten wir die CPU auf dem Logic Board. And now we just solder down the CPU onto the Logic Board. Moved a little bit. And done. Und das war's. Jetzt warten wir ganz kurz, bis das Lot etwas fest geworden ist. Passt. That's okay. Clean one time. Have a look from the side. Jetzt schauen wir einmal von der Seite aus rein. Oh ja, das sieht gut aus. That looks pretty good. And now we can just check for a boot. At first I connected the power supply. Jetzt gucken wir, ob wir einen Bootvorgang bekommen. Dazu verbinde ich das Ding erstmal mit unserem Labornetzteil. Gut, wir haben keinen Kurzschluss. We have no short circuits, so that's pretty good. Now we just check if we get a boot. And this looks like a boot for me. Huh? Ja, warte, ich komme sofort. Now we just go to the on-hand scan. Take the logic board. Or, yeah, we go into the housing. It's pretty okay. Also, wir gehen direkt ins Gehäuse. Ja, wir gehen direkt ins Gehäuse. Es ist, das passt. Ich habe erst noch überlegt, ob ich eventuell nur den Screen anschließe, aber wir können auch direkt ins Gehäuse gehen, da können wir nämlich den Power-Button anschließen. So we go directly into the housing, so we can just use the Power-Button flex. I don't have to use tweezers then. We connect the battery. If it wants. Wir verbinden die Batterie, insofern die das möchte. Und dann drücken wir auf den Power-Button und warten und BOOM! We have an apple, you see, you see, you see.
I don't know if there is a private picture in the background, so I do it in that way. Also ich weiß nicht, ob da ein persönliches Hintergrundbild drauf ist. Deshalb halte ich das Ganze einmal so. Aber ihr seht, iPhone XR CPU, ein nicht allzu leichtes Board. Aber wenn man weiß, wie man das Ganze behandelt und wie man auch mit der R12 CPU umgeht. Ja, persönliches Hintergrundbild. Und, okay, jetzt der... Ihr seht es wahrscheinlich besser, wenn ich den Ambient Light Sensor mit anschließe. You see it more better if I just use the Ambient Light Sensor on the Display Flex, because otherwise the screen gets dark. Ja, anders wird der Bildschirm dunkel. So, ich starte nochmal. I just power it up again. So, there is a personal image in the background, so we wait. Also, da ist ein persönliches Hintergrundbild drauf und dadurch, dass der Ambient Light Sensor nicht verbunden war, dunkelt der Bildschirm dann extrem schnell ab und ihr seht das kaum im Video. Ja, XR Board, was wollte ich noch dazu sagen? Es ist nicht das leichteste Board, es macht aber, wenn man weiß, wie es funktioniert, eine Menge Spaß. Und ihr seht, wir sind natürlich auch an diesem Modell in der Lage, eure wichtigen Daten, und hier könnt ihr es jetzt sehen, ja, eure wichtigen Daten zu retten. Ja, das ist kein Problem. Habt ihr ein iPhone XR und, ja gut, der Touch, der ist ein bisschen, Moment, zack, zack. Ja gut, der Bildschirm ist auch im Arsch, ja. So, the screen is pretty fucked up, but you see, we can save data on an XR if you got a CPU problem. No issues at all. Also, wie ihr seht, wenn man weiß, was man tut, dann funktioniert das eigentlich alles recht gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren, liken, teilen, abonnieren, die Glocke aktivieren, wie auch immer. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr so einen Fall habt, könnt ihr uns das gerne vorbeibringen oder unter rescue-repair.com über den Punkt Auftrag erfassen, einen Servicefall anlegen und das Gerät zu uns einsenden. Wir helfen euch dann natürlich jederzeit gerne weiter. Dazu sind wir da. Und ansonsten, wenn ihr Reparaturunternehmer seid, gerne in die Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany kommen. Und ja, rescue-repair.com, Auftrag erfassen. Wir helfen euch gerne weiter. Ich bin raus. Tschüssi. Hey. Goodbye, people. Thanks a lot for watching. I would be very happy if you would give me a like, a comment. Hit the bell, subscribe the channel, help to make it bigger. If you want to join our Facebook group for international users, it's Microsoldering Smart Techs Worldwide. And if you want to mail in your device for daily recovery or a fix, just go to rescue-repair.com and click on create order. I'm out and we see you with the next one. Yours Ben. Goodbye.